Hallo, der Dalai Lama hat sich unterstützend zu Greta Thunberg und Fridays for Future geäußert. So schön auch so eine Unterstützung ist, will ich versuchen, in diesem Video heute zu warnen davor, auf solche Irrlehren und auf esoterische Irrlehren und Esoterik und so weiter zu hören. Ja, denn natürlich verstehe ich, dass Menschen eine Erklärung der Welt und ihres Verhaltens und auch des Verhaltens anderer Menschen suchen. Und das ist verführerisch, sozusagen so einfache, so ein paar einfache Irrlehren wie die des Dalai Lama oder der Esoteriker und so weiter zur Kenntnis zu nehmen und zu meinen, ja, da hätte man jetzt auf eine einfache Weise sowas wie die Wahrheit gefunden. Und ich kann auch verstehen, dass die Naturwissenschaft über Jahrhunderte nicht voll befriedigend war. Also die Naturwissenschaft, wenn Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton sozusagen uns erklären, wie das Universum im Prinzip ungefähr aussieht, also dass zumindest mal unser Sonnensystem richtig aufgebaut ist und so weiter und welche Kräfte da wirken, die das Naturgesetz der Gravitation und so weiter, dann ist das erstmal, bringt uns das ja in unserem Leben nicht viel weiter und im Verständnis dessen. Aber das ist das, was man sich klar sein muss. Naturwissenschaft ist ein aufeinander aufbauendes Gebäude. Und jetzt und erst jetzt haben wir endlich den Durchbruch quasi nach Darwin. Kommen jetzt die Scientists for Future 2, also die neuen nächsten Galileis sozusagen. Und jetzt, da Naturwissenschaft ein aufeinander aufbauendes Gebäude ist, erst jetzt steht das Haus. Also jetzt steht das Haus, man nennt es auch den Abschluss der Aufklärung. Jetzt steht das Haus der Aufklärung, das uns alle Fragen beantwortet, was mit uns los ist, was mit anderen Menschen los ist, was mit der Welt los ist und so weiter. Und jetzt wird es Zeit, endgültig wegzuschwenken von solchen Irrlehren wie Dalai Lama und Esoterik und ähnlichen Dingen, wegzugehen und zu sagen, wir beziehen alle unsere Informationen nur noch aus der Naturwissenschaft, weil die auf alles eine Antwort hat. Aber erst jetzt, weil die es erst jetzt mit den, da Naturwissenschaft ein aufeinander aufbauendes Gebäude ist, erst jetzt ist das Haus fertig. Also, wir gehen wieder hin und googeln. Googeln nach. So, gehen auf die Homepage und da auf dieser Homepage finden wir, ich gehe mal auf Sammlung wichtiger Links, besonders wenn wir zum Beispiel Talks aus dem Internet gehen, ja, und dann uns ganz gezielt danach richten, mal ganz gezielt nach den längsten Videos zu schauen, also nach denen, die anderthalb Stunden dauern und so weiter. Dann kriegen wir ein bisschen ein Bild darüber, was heutzutage, also sozusagen wie sozusagen das naturwissenschaftliche Bild aussieht. Ich mache es mal ganz kurz und einfach. Die Naturwissenschaft weiß heute, Stephen Hawking ist dabei, auch natürlich auch ein wichtiger Name, wie vom Urknall ausgehend sozusagen sich Materie ausgebreitet hat also vor 13,8 Milliarden Jahren ungefähr der Urknall gestartet hat und damit unser Universum, damit dann vor ungefähr 10 Milliarden Jahren unsere Galaxie, die Milchstraße,
entstand aus dem Fliegen der Materie sozusagen, dann vor circa 5 Milliarden Jahren unsere Sonne, unser Sonnensystem mit Erde und so weiter entstand und dann ungefähr vor 4 bis 3 Milliarden Jahren sozusagen die Chemie unseres Universums, die so richtig lebensfreudig ist, also die Grundlagen dafür in sich trägt, Leben zu generieren, Aminosäuren und so weiter. Und sozusagen dann auf der Erde sozusagen die Evolution des Lebendigen entstand, die so ein Rasen ist, der überall auf der Erde irgendwie sich wie so ein Rasen über alles ausbreitet, der Rasen des Lebendigen. Und zu diesem Rasen des Lebendigen gehören wir. Und dann versteht man, dann, wenn man einen Riesensprung macht auf 65 Millionen Jahre, ich mache das jetzt nur ganz oberflächlich, weil es in den Videos ja viel ausführlicher geschehen ist, in den vielen anderen Videos. Also ich rate also dazu an, nur noch, wenn man irgendwas wissen will über die Welt, erstmal nur noch diese Homepage und alle Videos und alles nicht nur einmal zu studieren, sondern zweimal, dreimal, viermal. Dann kriegt man so etwas wie ein Wissen über die Welt und nirgends sonst. Man muss sich eben abwenden von solchen Irrlehrern wie Dalai Lama, Esoterik und all dem anderen Quatsch, den wir in der Welt haben. Also Naturwissenschaft geht dann also weiter. Das heißt, vor 65 Millionen Jahren sind die Dinosaurier ausgestorben, zeitgleich mit einem Kometeneinschlag, wobei da Kausalität noch nicht absolut feststeht. Und dann sind wir die Säugetiere aufgestiegen und wir haben uns von mausgroßen Springhörnchen ähnlichen oder was auch immer, also irgendwie Nager ähnlichen Lebewesen evoluiert und haben also als Rasen sozusagen auch die Bäume betreten. Und auf den Bäumen haben wir natürlich nach und nach durch Mutation und Selektion eine affenähnliche Gestalt entwickelt, die nichts anderes bedeutet, als dass sie einfach für Bäume gut geeignet ist, sozusagen. Und dann sind wir ja in der Größenordnung plus, also ganz weit um die vor 10 Millionen Jahren, begann dann sozusagen irgendwann unser Abstieg in die Richtung Savanne, der aufrechte Gang, sozusagen vor 4 Millionen Jahren der Verlust der Eckzähne und damit eine neue soziale Lebensform, die nicht mehr auf Rivalenkampf gegründet ist, sondern sehr friedlich und sehr kooperativ, also eine andere Form des Wettbewerbs sozusagen gegründet ist, sodass wir dann vor 400.000 Jahren zu Zeiten des späten Homo erectus eine pazifistische, liebevolle, in liebevollem, friedlichem Kontakt zu den Nachbargruppen stehende Lebensform hatten, eine, ja, nennen wir es spaßeshalber mal, eine urmatriarchale, urkommunistisch, ursozialistische, pazifistische Lebensweise. Und dann schlug eben wie eine Granate der Kapitalismus ein vor 400.000 Jahren. Also die ganzen Pseudowissenschaftler meinen, der Kapitalismus wäre eine neuzeitliche Form. Das sind alles unglückliche Definitionen. Evolutionsbiologisch wurde der Tausch vor 400.000 Jahren erfunden, der Tauschhandel irgendwann danach erfunden. Und der Tauschhandel ist die Keimzelle des Kapitalismus schlechthin. Und in diesem Tauschhandel steckte schon der Konflikt drin, nämlich dass der Händler sozusagen nicht mehr ein vitales Interesse an meinem Lebensglück hat, sondern eigentlich daran ein vitales Interesse hat, mein Leben zu zerstören, mein Leben unglücklich zu machen, mein Leben kränklich zu machen, damit ich mehr konsumiere an ärztlichen Leistungen, an Konsumgütern, an je
an Waffen, also auch mein Leben zu zerstören, mir Ängste zu bereiten, die mich dazu verführen, Kriege anzuzetteln und so weiter. Und so hat dann der Kapitalismus, also der Tauschhändler, hatte schon von Anfang an das gleiche Interesse wie der Kapitalismus heute noch, nämlich unglückliche, angstbesetzte Menschen, feindselige Menschen, Menschen, die einander mehr beleidigen, angreifen, bekriegen, weil wenn sich Menschen beleidigen im Internet, ja, dann findet kein Mensch mehr zum anderen und wir alle werden einsame, kaufsüchtige Singles. Und durch dieses Schüren der Gewaltbereitschaft sozusagen werden wir kriegsbereit und sind bereit, Waffen zu konsumieren, über unsere Regierungen neue Rüstungsgüter zu kaufen und so weiter. Und so hat der Kapitalismus unser zerstört seit 400.000 Jahren Stück für Stück immer zunehmender unser gesamtes Leben, sodass wir mittlerweile ja als einsame, kaufsüchtige Singles, manchmal noch in einer Partnerbeziehung, die in der wir dann gemeinsam einsam sind oder in der wir liebesmäßig total unbefriedigt sind und unglücklich sind und so weiter und gar nicht, weil das nicht unsere Natur ist, denn wir haben damals ja in Kommunen gelebt, also sind eigentlich Kommunen, kommunistische Lebenswesen, Clan-Lebewesen, matriarchale Urclans in der Größenordnung vielleicht von, keine Ahnung, zwischen 60 und 120 Individuen liegt vielleicht irgendwo die natürliche Größe, in der Mensch sozusagen sozusagen sich wohlfühlen kann, während in Großfamilie, Kleinfamilie oder gar Single-Dasein oder alleinerziehende Mutter und so weiter einfach kein Glück möglich ist. Und dafür sorgt eben der Kapitalismus, dass er unser Leben zerstört hat, weg von dem Urkommunismus, von dem Kommunenleben, von dem glücklichen Gruppenleben sozusagen hin zum verklemmten, liebesfeindlichen, körperkontaktfeindlichen reduzierten Leben. Und in diesem reduzierten Leben ist Konsum das Einzige, was uns bleibt sozusagen. Also die Konsumsucht ist sozusagen, hier haben wir übrigens eins dieser längeren Videos, was man sich auch mal anschauen kann, 245 Aufrufe, 5:1 Likes. Aber es gibt viele andere lange Videos, wo man so ein bisschen Gefühl kriegen kann. Also ich habe jetzt, kann das jetzt nicht vollständig erzählen, aber es geht immer darum, immer mehr darüber zu verstehen, wie unsere Geschichte aussieht, unsere Evolutionsgeschichte, wo wir herkommen, wie wir evolutionsbiologisch entstanden sind, wie vor 400.000 Jahren die Erfindung des Tauschhandels und damit die Erfindung des Kapitalismus alles zerstört hat, unser ganzes Leben zunehmend zerstört hat und reduziert hat und wie wir jetzt, wenn wir jetzt sozusagen den Kapitalismus schrittweise beenden, indem wir Königsdisziplin der Lösung lautet, wenn wir Wohlfühlnoten einführen und unsere Gesundheitsdaten gemessen werden, unsere Gesundheitskostendaten, dann haben wir zwei Messgrößen, die den Kapitalismus schon beenden können, die schon den ersten Ausstieg aus dem Kapitalismus darstellen können, den ersten Schritt weg vom Kapitalismus darstellen. Nämlich, weil dann sozusagen alle Gewinne aller Wirtschaftstreibenden, aller Geschäftetreibenden, jeder, der irgendwie Geld verdient sozusagen, sein Gewinn wird abhängig gemacht von meiner Wohlfühlnote und meinen Gesundheitskostendaten. Das heißt, wenn er mir hilft, weniger krank zu werden, und wenn er mir hilft,
ein glücklicheres und gesünderes und spaßmachenderes Leben zu führen. In zum Beispiel den neuen Kommunen rund um jeden Hausarzt. In meiner Hausarztkommune finde ich vielleicht das glückliche Leben und der Hausarzt wird anregen nach und nach, dass die Leute in mehr Generationen Wohngemeinschaften zusammenleben und wir werden vielleicht wieder Kommunen bilden und werden wieder kommunistisch leben dürfen, sozusagen. Und dann das Entscheidende ist, wenn meine Wohlfühlnoten und meine Gesundheitskostendaten über alle Verdienstmöglichkeiten aller Menschen, die mit mir zu tun haben, entscheiden, dann werden alle zum Diener meines Glückes. Also ich habe es ja eben beschrieben, der Kapitalismus musste mein Lebensglück zerstören, musste unser Sozialleben zerstören, unsere Urlebensweise zerstören, musste uns reduzieren auf den einsamen, kaufsüchtigen, konsumsüchtigen Single, musste drastisch Konsumsucht erzeugen, indem er unsere Glücksmöglichkeiten also dafür sorgte, dass unsere Glücksmöglichkeiten unterbefriedigt bleiben und unbefriedigt blieben und wir dann als Ersatzbefriedigung die Konsumsucht praktizierten. Und mit dieser Konsumsucht praktizieren wir einen unendlichen Raubbau an der Erde und zerstören natürlich nicht nur das Klima, sondern die gesamte, verdrecken dabei die gesamte Umwelt. Und schon in der Produktion all unsere Konsumsuchtgüter, die wir meinen zu brauchen, weil wir ja jetzt eben kein Leben haben, sondern das Leben im Konsum suchen, sozusagen in der Ersatzbefriedigung. Dann, ich will es nochmal so zusammenfassen. Wenn meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitskostendaten über die Verdienstmöglichkeiten jedes anderen Menschen um mich herum bestimmen, dann wird der Mensch, jeder Mensch, zum Freund des anderen Menschen. Und dann haben wir sozusagen schon den ersten Ausstiegsschritt aus dem Kapitalismus. Und dann kann meine Konsumsucht verschwinden, weil dann wird ja jeder der Wirtschaftstreibenden um mich herum nicht mein Unglück wollen, aus dem heraus ich möglichst viel Güter bei ihm kaufe, sondern er will mein Lebensglück, damit ich quasi gar keine Güter mehr brauche, weil er nur so doch noch am meisten verdient. Also quasi, ich will es mal überspitzt sagen, mein Lebensmittelhändler will eigentlich, dass ich so wenig wie möglich esse, damit ich schlank und fit und gesund bleibe und so weiter, während er jetzt im Kapitalismus natürlich ein Interesse daran hat, dass ich esssüchtig werde und möglichst viel konsumiere und möglichst und im Moment hat der Lebensmittelhändler ein Interesse daran, dass ich möglichst viel krankmachende und ungesunde Produkte konsumiere, denn typischerweise sind die krankmachenden Produkte billiger herzustellen. Ich mache nur ein Beispiel, Zuckergetränke zum Beispiel sind viel billiger herzustellen und haben deswegen eine viel höhere Gewinnspanne, 18% Gewinnspanne, also 18% Gewinnmöglichkeiten hat jeder Supermarkt, wenn er mir süße gezuckerte Getränke verkauft, wenn er mir aber aufwendig herrlich reife, süße Früchte, vielleicht sogar süße Tropenfrüchte hier in Gewächshäusern angebaut und so weiter, das ist unheimlich aufwendig und die Gewinnspannen gehen runter auf nur 4%. Also im Moment der kapitalistische Lebensmittelhändler verdient im Moment am meisten. Wenn ich so unglücklich bin, dass ich esssüchtig werde, zum Beispiel nach Zuckerprodukten, nach minderwertigen Zuckerprodukten, die für ihn aber die größte Gewinnspanne bedeuten,
Während nach der ersten Reform, nach der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, jetzt plötzlich der Lebensmittelhändler ein vitales Interesse daran hat, dass ich erstens aufhöre, konsumsüchtig zu sein. Er wird also ein Interesse daran haben, dass ich also wieder ein lebendiges Liebesleben führe und am besten wieder in einer Kommune lebe und so weiter, in einem Urclan, urmatriarchalen Urclan und so weiter, wieder Menschen mit Menschen leben und Menschen wieder lernen, Menschen zu genießen, anstatt sich mit ihnen zu streiten, was uns der Kapitalismus 400.000 Jahre beigebracht hat. Dann sozusagen haben wir, ja, will der Lebensmittelhändler, dass ich also so meine Esssucht verliere, so wenig wie möglich konsumiere, schlank und rank und fit und sportlich bleibe sozusagen im Hintergrund sehe ich gerade jemanden mit einem dicken Bauch, so das Endprodukt des Kapitalismus. Aber in Wirklichkeit ist natürlich das Endprodukt des Kapitalismus die Person mit 350 Kilo. Ne? Das ist ja das Endprodukt des Kapitalismus. Esssucht. Durch die erste Reform weg vom Kapitalismus wird mein Lebensmittelhändler ein Interesse daran haben, dass ich keinerlei Zuckergetränke mehr zu mir nehme. Die werden dann irgendwo in den untersten, hintersten Ecken des Supermarktes stehen und in der Mitte wird er eine Gemüselandschaft und Obstlandschaft, wo er die paradiesischsten süßen Früchte anbaut. Wahrscheinlich werden die großen Supermarktketten Aldi und Rewe und Lidl und so weiter, werden riesige Gewächshäuser aufbauen, in denen geerntet wird, aber auch wir zum Essen gehen, in Paradiesgärten sozusagen, Lustwandeln werden und der Ober uns sozusagen die herrlichsten, paradiesischen, süßen Früchte zum Beispiel pflückt und da reicht und so weiter. Und von daher werden durch die Wohlfühlnoten und die Gesundheitskostendaten werden allein nur durch diese zwei Elemente wird mein Lebensmittelhändler zu meinem echten Freund, der nur noch meine Gesundheit zum Ziel hat und dass ich so wenig wie möglich esse, schlank bleibe, fit bleibe und dass ich keinerlei ungesunde Sachen mehr zu mir nehme. Genauso mein Hausarzt und so weiter. Also das heißt, jetzt haben wir alles verstanden. Wir verstehen die gesamte, wir haben jetzt auch endlich eine richtige Psychologie. Nach Jahrhunderten pseudowissenschaftlicher Psychologien haben wir jetzt auch endlich die naturwissenschaftliche Psychologie, dass also der Kapitalismus uns zur Aggressivität aufgehetzt hat, gewaltverherrlichende Tendenzen sozusagen und dass er uns körperfeindliche Tendenzen gebracht hat, also das heißt unser natürliches, liebevolles Kommunenleben zerstört hat, damit wir süchtig werden und alles menschliche Verhalten erklärt sich aus dieser extremen Konsumsüchtigkeit und aus der sozusagen und aus der Kriegsbereitschaft der Menschen und der Gewaltbereitschaft und der Aufhetzung zur Eifersucht, also quasi nachdem wir vor 4 Millionen Jahren die Eckzähne verloren haben und damit eigentlich genetisch die Eifersucht verloren hatten, hat der Kapitalismus uns natürlich wieder zur Eifersucht aufgehetzt, zum Beispiel Eifersuchtsmorde erklären sich, sind also alle durch Manipulationen, durch den Kapitalismus erzeugt und so verstehen wir jetzt wir haben jetzt also eine komplette komplettes Verständnis aller Aspekte des menschlichen Lebens, aller körperlichen Aspekte des menschlichen Lebens, aller seelischen, wir sind jetzt aller geistigen, wir sind bei einem kompletten
ganzheitlichen Gesamtverständnis alles menschlichen Geschehens und aller Lösungen, die es erfordert. Wir haben also jetzt durch den Abschluss der Aufklärung, durch die Scientists for Future 2, die neuen Galileis, haben wir alles zusammen und können jetzt endlich solche Irrlehrer wie Dalai Lama und all diese Esoteriklehre und all den anderen Unfug, den wir auf der Herde haben, all die ganzen Pseudowissenschaften, da können wir einen riesigen Mülleimer aufmachen und können die alle in den großen Mülleimer der Geschichte tun. Ja, sozusagen, genauso wie überall in der Technik eine neue Erfindung alle anderen ablöst. Wer faxt heute noch? Ne? Also wir haben heute die E-Mail oder so. Also so löst immer eine Sache die andere ab. Und jetzt haben wir hat die Naturwissenschaft und der Abschluss der Aufklärung hat ein Gesamtverständnis alles Menschlichen fertig. Und jetzt können wir all die anderen pseudowissenschaftlichen, esoterischen, Dalai Lama-mäßigen und all diesen Quatsch der Menschheit können wir in den großen Mülleimer der Geschichte werfen. Also deswegen nochmal mein Tipp hier zurück, wenn Sie irgendwas wirklich lernen wollen, wenn Sie zum ersten Mal sich mit Wahrheit beschäftigen wollen im Leben, gehen Sie also, googeln Sie nach Scientists for Future 2 und gehen Sie hier sozusagen und hier können Sie dann alles über die Welt erfahren. Was da nicht drin steht, können Sie ja dann noch nachfragen und Anfragen stellen und werden, das wird dann sicherlich noch ergänzt in der Homepage oder wird dann in Videos ergänzt. Hier ist die vollständige Erklärung von Welt und Mensch und auch die Erklärung, wie die einzige Chance besteht, sozusagen solche Probleme wie Umweltverschmutzung und Klimawandel und so weiter, wie man sowas beendet. Das geht eben nur, wenn man was davon versteht. Und deswegen haben ja die Scientists for Future 2 auch den Kohlestopp 2026 anbieten können und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima als einzige, weil wenn Sie das nicht verstehen und wenn Sie das nicht können, dann passiert es genauso, wie es in allen Regierungen der Staaten geschieht. Die können im Moment so nicht weiter, denn ich will es mal nur andeuten, es geht ja letztendlich um den Kampf um die letzten verbleibenden Plätze in den großen Mülleimern. Es geht jetzt also darum, wer kann noch CO2 ausstoßen. Und wer verzichtet eventuell, und das ist eben das alte Mikado-Spiel, wer sich zuerst rührt, wird seine Wirtschaft ruinieren. Also wer zuerst jetzt weltweit einen Vorreiter bietet, darstellt und als erster sozusagen sich rührt, ohne dass er neues Geld für seine Wirtschaft bekommt, der wird seine eigene Wirtschaft zerstören und das macht halt keine Regierung. Und deswegen macht keine Regierung der Erde irgendetwas. Jetzt ist man dabei, vielleicht so etwas wie erstmal die Datenerhebung zu korrigieren, sozusagen, dass man also quasi für jeden Staat der Erde eine Messgröße hinkriegt, dass man deren CO2-Ausstoß wirklich auch zuverlässig misst, was ja schon mal die Voraussetzung für ein weltweites Abkommen wäre, in dem jeder Staat der Erde gleichermaßen CO2 reduziert. Aber letztendlich geht alles 100-mal schneller, wenn wir die Scientists for Future 2 Deutschland so reformieren lassen, dass Deutschland ganz viele Gelder einspart und mit diesen eingesparten Geldern wir den Kohlestopp 26 finanzieren und den 900 Milliarden in den Klimaschutz investieren, dann zeigt man damit allen anderen Staaten, hoppla, es kann jetzt auch ganz schnell gehen, da gibt es ein neues Modell, das für jeden Staat besser ist und dann
meldet sich die USA und Russland und China und wollen reformiert werden und wollen auch die gleichen Wandel durchführen. Und schon sind wir in einem ganz schnellen Wandel, China und Indien und so weiter. Plötzlich werden wir die größten Emittenten bisher innerhalb kurzer Zeit in klimaneutrale Länder umwandeln. Und dann ist es auch nicht mehr schwer, dann ein weltweites Abkommen herzustellen und so weiter. Also nur über die Scientists for Future 2 werden wir einen ganz schnellen Wandel kriegen können. Und wenn dafür das Gehirn der Menschheit nicht ausreicht, dann ist das tragisch. Dann bedeutet das, dass die Menschheit im Kapitalismus so viel Intelligenz verloren hat, denn wir wissen ja, dass die Intelligenz und die Gehirngröße rückläufig ist in der Menschheitsevolution. Also unser Höhepunkt war vor 40.000 Jahren mit 1500 Millilitern. Wir sind jetzt schon runtergefallen auf nur noch 1350 Milliliter Hubraum im Gehirn durchschnittlich. Und wenn wir irgendwann vielleicht durch den Kapitalismus auf 1200 Milliliter sind, dann sind wir einfach zu doof, um irgendwas Gutes überhaupt noch, irgendeine Lösung überhaupt noch zu verstehen. Also von daher, vielleicht ist das Angebot der Scientists for Future 2 und der neuen Galileis das letzte Angebot, was überhaupt noch kommt, weil schon die nächsten Generationen wieder deutlich dümmer sein werden als die jetzigen Generationen und dann weder solche Lösungen solche Lösungen einfach nicht mehr verstanden werden können und dann die Menschheit schön weiter Vorsicht hat, weitere Jahrtausende und Jahrzehntausende und Jahrhunderttausende der Kriege, der Umweltverschmutzung, der Klimakatastrophen, des Übergewichts, des Leidens, der Morde und der Eifersuchtsmorde und der Selbstmorde und all diese Hölle wird einfach noch intensiver weitergehen. Und wer den Ausstieg aus dieser Hölle der Menschheit will, dann der muss alles lesen und hören, was je von den Scientists for Future 2 veröffentlicht wurde oder rund darum. Ja, einzige Lösung, ne? Alles klar. Danke, bis bald. Tschüssi.